Danke an die Lokomotive Stuttgart für die Musik zu Beginn unserer heutigen Demo. Herzlich willkommen zur 110. Montagsdemo. Mein Name ist Robin Bauer und ich freue mich, dass wir trotz der unglaublichen Kälte so unheimlich viele Leute sind. Stichwort Kälte. Die vergangene Nacht verbrachte unser 86-jähriger Mitstreiter Gerhard Rollett auf einer Plantage im Schlossgarten. Nach 7 Stunden bei minus 13 Grad auf dem Millenniumsbaum, der weltweit als Symbol für die Bäume, die gefällt werden sollen, steht, ist er wohlauf. Ich soll euch von ihm sagen, empören alleine genügt nicht. Organisiert euch und solidarisiert euch mit den Parkbewohnern. Das Motto unserer heutigen Demo lautet, wir stellen fest, die Bahn hat keinen Plan. Die Wahrheit ist nämlich, vor vielen Jahren, noch im vergangenen Jahrhundert, kam die Deutsche Bahn AG auf die komplett hirnrissige, aber für sie profitversprechende Idee, Bahnhöfe unter der Erde zu verbuddeln. Eine Werbeagentur wurde damit beauftragt und die meinte, man müsse das Ganze nur irgendwas mit 21 nennen, dann würden die Menschen schon glauben, es habe mit Fortschritt zu tun. Und ein schöner, bunter Werbeprospekt wurde gedruckt. Damit tingelte die Bahn durch die Lande, doch keine Stadt wollte einen Bahnhof unter die Erde verlegen. Nur in Stuttgart fanden sich ziemlich dämliche Politiker, die davon überzeugt werden konnten. Warum auch immer, darüber können wir nur spekulieren. Außer einem Werbeprospekt für ihr Projekt hatte die Bahn aber nie irgendetwas vorzuweisen und hat es bis heute nicht. Wir haben es am Nordflügel erlebt, der vor 1,5 Jahren unbedingt abgerissen werden musste und wo seitdem rein gar nichts passiert ist. Dasselbe wird hier am Südflügel geschehen und auch in unserem Park, wenn die Bahn es wagen sollte, die Bäume zu fällen. Was ist denn bitteschön seit dem angeblichen Baubeginn am 2. Februar 2010, also vor ziemlich genau 2 Jahren, als symbolisch ein Prellbock angehoben wurde, passiert? Die Bahn hat ein Baudenkmal zerstört. Und das Einzige, was sie errichtet hat, ist ein Schwarzbau, das Grundwassermanagement zu eurer Rechten, das illegal errichtet wurde. Aber in der Politik geht es nicht um Wahrheit oder Lüge, sagt zumindest unser Ministerpräsident Kretschmann. Um was geht es dann? Um Macht? Um das Wohl des Volkes? Kretschmanns Antwort lautet, es geht um Alternativen. Blutleerer geht es wohl kaum noch. Aber wie? Wie entscheidet man sich zwischen Alternativen? Kretschmann ist ja nicht nur Katholik, er ist auch Ethiklehrer. Er hat da eine feste Richtschnur, der Verfassungspatriot. Geradezu ein Gottesurteil. Die Mehrheit hat sich letztlich entschieden. Wahrheit oder Lüge spielten da keine Rolle. Die Bürger wussten oder hätten es wissen können, sagt Kretschmann. Die Bürger hätten doch wissen können, dass ausgerechnet Drexler nach der Volksabstimmung mit einer Neuplanung auf den Filtern kommt und den Kostendeckel erhöhen will. Was? Die Bürger wussten nicht, dass die Bahn im 7. Änderungsantrag zum Grundwassermanagement bei der inzwischen dreifachen Grundwassermengeentnahme ist? Kretschmanns Versprechen, die Kosten zu klären, bevor Stadt und Land durch den Abriss des Südflügels und die Zerstörung des Schlossgartens in Geiselhaft genommen werden. Die Bürger hätten doch wissen können, dass dieses Versprechen nichts wert ist. Jeder,
Der 1 und 1 zusammenzählen kann, lässt uns Bahnchef Grube jetzt plötzlich in der Stuttgarter Zeitung wissen, erwarte nicht, dass das Projekt Stuttgart 21 2019 fertig werde. Also weiß auch jeder, der 1 und 1 zusammenzählen kann, dass das ganze Projekt deutlich teurer wird. Wenn 3,2 Millionen Kubikmeter Grundwasserentnahme für jeden, der 1 und 1 zusammenzählen kann, 9 Millionen Kubikmeter Grundwasserentnahme bedeutet und 2019, selbstverständlich 2025, und wenn 4,5 Milliarden Euro Kosten für mindestens 7 Milliarden Euro stehen und wenn best geplant bedeutet, wir haben keinen Plan, dann versteht man auch, dass das alles nichts mit Wahrheit und Lüge zu tun hat. Denn es gilt nichts, was gesagt und versprochen wird. Es gilt, was man hätte wissen können und was man sich wie 1 und 1 zusammenzählen kann. Deshalb macht man sich auch lächerlich, wie selbst ein grüner Stadtrat findet, wenn man einem Politiker nach der Wahl vorwirft, er hätte vor der Wahl gelogen. Und deshalb haben auch Bahn und Politik keine Schwierigkeiten, sich zu verstehen. Die Landesregierung sagt, der Kostendeckel gilt. Die Bahn weiß ja, dass er nicht zu halten ist und versteht also vollkommen richtig, der Kostendeckel gilt. Selbstverständlich aber nur so lange, bis er nicht mehr gilt, bis er überschritten wird. Die Bahn und die Landesregierung versprechen nach der Schlichtung Stuttgart 21 plus 1:1 umzusetzen. Da aber jeder weiß, der 1:1 zusammenzählen kann, dass das nicht ohne erhebliche Mehrkosten geht, die keiner zahlen will, erwartet auch keiner, dass es geschieht. Wirklich keiner? Zu sehr daran gewöhnt, alles versprechen und nichts halten zu müssen, hat sich die Bahn nach der Schlichtung vielleicht doch etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Teilnehmer der Schlichtung haben nun beim Eisenbahnbundesamt einen weiteren Antrag eingereicht, die Arbeiten im Schlossgarten sofort zu stoppen. Begründung. Die Begründung. Mit ihrem uneingeschränkten Bekenntnis dazu, die geißlerischen Forderungen für S21 Plus umzusetzen, ist die Bahn eine rechtlich wirksame Selbstverpflichtung gegenüber ihren Gesprächspartnern in der Schlichtung eingegangen. Und genau das wird jetzt vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeklagt. Falls das Eisenbahnbundesamt das unnötige und dem Schlichterspruch zuwiderlaufende Faktenschaffen im Schlossgarten nicht sofort stoppt. Wir werden sehen, ob Wahrheit und Lüge vor Gericht noch etwas bedeuten, wenn diese Begriffe schon in der Politik keinen Wert mehr haben. Und Sie, Herr Kretschmann, haben Sie sich wirklich schon für die Alternative gar nichts tun entschieden? Sie wissen, Herr Kretschmann, oder Sie müssten wissen, dass die Bahn bis weit über den Oktober diesen Jahres hinaus keine merklichen Bauvorschritte im mittleren Schlossgarten machen wird. Deshalb fordern wir Sie auf, verhindern Sie die Fällung der Parkbäume. Sorgen Sie dafür, dass die Bahn erstmal ihr Planungs- und Genehmigungschaos nicht nur beim Grundwassermanagement behebt und für Transparenz sorgt. Also als ich zur Schule ging, habe ich Hausaufgaben immer abgelehnt, aber ich habe heute eine kleine Hausaufgabe für alle Demo-Teilnehmer oder alle, die diese freiwillig übernehmen wollen. Wir würden uns wünschen, dass ihr alle euren grünen Landtagsabgeordneten erklärt, warum die Bahn Stuttgart 21 allein schon technisch nicht bauen kann und was seit der Volksabstimmung an neuen Fakten offenkundig wurde und gegen Stuttgart 21 spricht. Und warum der grüne Ministerpräsident alles tun muss, um Schaden vom Land abzuwenden und stattdessen die Hausaufgaben der Bahn endlich einfordern muss. Wir haben auf den Webseiten
bei abrissaufstand.de und aussteiger.de alle grünen Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg aufgelistet und geografisch westlich, südlich, östlich, nördlich von Stuttgart grob zugeordnet. Dort sind die Adressen der Landtagsabgeordneten zu finden und wir würden uns freuen, wenn alle Teilnehmer dieser Demo an ihren Landtagsabgeordneten eine Postkarte schreiben würden, einen Brief und erklären, warum er sich dafür einsetzen muss, dass Stuttgart 21 noch gestoppt wird. Wie gesagt, weitere Informationen zu dieser Hausaufgabe gibt es bei abrissaufstand.de und bei aussteiger.de. Postkarten, die man benutzen kann, um sich an die Landtagsabgeordneten zu wenden, gibt es an den Ständen der Parkschützer vorne oder werden auch verteilt.